Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Duke Nukem Forever unter Linux mit Wine und Lutris, weil über Steam und Proton funktioniert es leider nicht wegen dem Steam CEG, falls einem das was sagt. Ja, in der letzten Folge sind wir ein bisschen hier rumgetrudelt, haben ein bisschen unser Ego aufpoliert und so und haben. Und haben. Ist nur so dunkel vor. Ist schon ziemlich sehr dunkel, das Ganze, oder? So, auf 5 kann man das wahrscheinlich lassen, oder? Das ist schon eine bessere Sicht. So, in der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgekommen und haben unser Ego aufgebessert und die Aliens sind wieder da, die wir vor 12 Jahren mal verprügelt haben. Nur, dass sie dann angeblich zur Zeit friedlich sein sollen, aber davon sind wir nicht so ganz überzeugt und deswegen schieben wir uns das Ganze jetzt ein bisschen rein. Evacuating Hotel. So, und deswegen sind wir jetzt hier unterwegs und wir sind nicht der Auffassung, dass die Aliens besonders nett sein werden. So. Jetzt schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Zumal sie anfangen, unsere Einrichtung zu demolieren, ja. Und wie der Präsident, Warte, sagen wir das nochmal was? Ja. Ich brauche keine scheiß Codekarte. Wow, Pussy. Dann werfen die halt eben mit den Dingern hier ab. Kann ich eine Waffe nehmen? Nicht so ganz, glaube ich. Au, heiße Sache. Oh wow, da kommt unser Ego aufpassen. Okay, unser Ego ist unsere Lebensanzeige. Schon mal sehr interessant. Hat er schon ein bisschen was von Alien Isolation, so ein bisschen, wenn sich die Viecher aus der Wand kommen, aber dann war es weg. So, drücke C zum Docken. Na, wo ist er hin? Ich erinnere mich gerade irgendwie ein bisschen an Doom, Doom 3. Da gab es nämlich Außendecken, wo du durch Lüftungsschächte durchgekrochen bist. Und noch ein paar Dudes gefunden hast. Huch. Gut. Man kann auf jeden Fall sterben. Das habe ich gerade erfolgreich für euch getestet, damit ihr das nicht tun müsst. Ja. Rein wissenschaftlich, natürlich. Du kannst unsere Wandtitten schlagen. Die meisten Girls mögen das nämlich nicht, wenn du ihnen. Wenn du zuhaust. Die Waffe ist halt einfach weg. Schade. Oh, hier. Maximales Ego erhöht. So kann man natürlich auch sein Leben wieder auffüllen, indem man einfach das Ego erhöht. Ich meine, ja. Ein Duke möchte natürlich, dass sein Ego gekränkt wird, ne? Weg war er. Gut, da brennt erstmal die Hütte. Dann gehen wir eben hier lang. Das sieht mir nach einem super Weg aus. Drücke 6, um Bier zu trinken. Bier trinken macht dich härter. Gut, dafür sehen wir halt aber auch nichts. Ja, auf jeden Fall kriegen wir weniger Damage. Das ist doch auch schon mal was. Aber das ja von einem Bier besoffen ist, ne? Achtung! Ist schon ein bisschen hart. Bitte Duke-Vision aktivieren. Ja, meine Augen. Ja, komm, reiß die Tür auf. Wie der Doom-Guy.
Und dann haben wir Alien-Freunde. Die im Dunkeln erscheint auch nicht so gut sehen. Soll mich nicht stören. Ich fände es doch cool, wenn ich hier ihre Waffen aufheben könnte. Ja, und Duke Vision ist es hier auch echt dunkel. Oh, war ich für den Raum geradeaus noch rein. Naja, egal. Dann immer nicht. Oh ja, wenn es blutet, kann ich es töten. Das klingt irgendwie eher nach so einem Doom-Guy. Aussage, wenn es blutet, kann ich es töten. Aber naja, gut, Duke Nukem kann das natürlich auch von sich geben. Ich meine, wo er recht hat. Wenn es blutet, kann man das wahrscheinlich töten. Reaktor offline. Energiezellen ersetzen. Oh. Wo ist er denn? Ach da. Jetzt können wir die Waffe auf einmal nehmen. So. Energiezelle einsetzen. Aha, noch mehr Energiezellen. Reaktor offline. Zwei. Ich hatte mal einen schönen Reaktor kaputt gemacht, Jungs. Die tun einem ganz schön weh, die Jungs. Checkpoint. Ach ja. Das ist ein kleines Duke-Spielzeug hier, ha? Alter. Oh, nochmal wieder da hoch, alles klar. Keine Mini-Duke, Monster-Truck. So, auf, hoch hier. Alles klar. Wieso auch immer er dort eine Energiezelle versteckt hat. Das erschließt sich mir nicht so ganz, aber ist okay. Fragen wir besser nicht nach. Du weißt wirklich, wie man eine Frau anmacht. Hahaha, oh, das Flachwitz, Alter. Endlich wieder Saft. Jetzt gibt's was auf den Arsch. Was haben wir denn hier so? Alien Lifeform detected. Ja, hatten wir schon. Gut, also, oh, da vorne gibt es Pillen. Um 5 Steroide zu nehmen.
Zeit für einen Road Rage. Okay. Alles klar, ist das sowas wie der Berserker-Mode von Doom oder so? Gut. Oh, guck mal, unsere Speichen sind wieder da. Unsere Schweinepolizisten von früher. Habt ihr auch wieder Polizistenhosen an? Sieht ein bisschen so aus. So. Achtung, Feinde voraus. Cool. Bitte bewaffne dich. Haben wir doch schon. Ich bin es wieder. Wir schießen jetzt. Stellen später. Mit dem Zielen, das üben wir natürlich noch im Laufe des Spiels. Wie immer. Das ist auch ein bisschen zu schnell eingestellt für meinen Geschmack. Ich müsste ja Ego dazu bekommen, wenn der Gegner geht, ne? Ah, explodieren ist auf jeden Fall das zurück. Okay, ja, die fliegenden Viecher kennen wir auch noch. So, jetzt haben wir ein schönes Geschütz natürlich kaputt gemacht, die Arschkrampen. Oder? Ist das noch heile? Scheint noch heile zu sein, alles klar. Cool. Was machen wir denn jetzt kaputt? 1, 2, 3, 8 oder so. Ob der Key irgendwas Besonderes bringt, wenn man sich den merkt, irgendwann anders? 1, 2, 3, 8? Octahyre. Werfen Raketen und Rohrbomben, was auch immer. Checkpoint. Dieses Geschütz braucht ganz schön lange, um nach oben zu fahren. Bis dann sind die Alien auch noch schon lange weg. Guten Tag, die Herren und Damen der Schöpfung. Kann ich nicht schon schießen? Ah, guck mal, das große, unauffällige Mutterschiff. Wenn ich eine selten dämliche Idee ist, mit diesem kleinen Mini-Funsting drauf so loszugehen. Wenn wir dann uns die Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Ich bin schon laut gerade, ey. Die Soundeffekte. Und
natürlich da, dass deine Spiegelviecher auch noch kommen. Spiegelviecher? Da versucht auch einfach nur einen, um einen zu verarschen, oder? Ich will noch mehr Zeit lassen, dann sind wir den ganzen Turm abgerissen. Meine Güte! Das war natürlich die Steuer ja mal gar nicht. Rest in pieces. Ja, rest in pieces. Ja, nochmal die Stinkefinger zeigen, easy. So geht das, Jungs, so geht das und nicht anders. 4 Stunden später, ach du Scheiße, da war er ordentlich verpennt. Was ist in den 4 Stunden alles passiert, dass ihre Führer ohnmächtig waren? So, erstmal will ich diese Soundeffekte leiser stellen, die sind ja richtig schlimm. Die gehen locker so auf die Hälfte runter. Ist immer noch laut genug. Ah, mittlere Maus ist für Nahkampf. Ganz schön dunkel hier. Oh ja, oh, oh ja. Heute? Warum heult die? Hat Duke sie nicht hart genug besorgt? Warum geschieht das nur? Ich habe seine Eingeweide rausquellen sehen. Igitt! Was machen wir jetzt? Super, Duke Nukem ist da. Der wird uns beschützen. Okay. Ich sehe Janisch in diesem Lüftungsschacht. Seine Eingeweide rausquillen sehen. Bin mal gespannt, um wen es geht. Vielleicht unser... Wow, that level, Alter. Diese 5 Meter, der Lady Killer. Vielleicht unser lieber Präsident, wer weiß das schon. Der ohne mit Leuten Hand verhandeln wollte, ne? Ich meine, 4 Stunden, da kann einiges passieren. Checkpoint, gesichert. Gleich ab. Die Bremsen haben gequietscht. Du kannst mich doch retten, oder? Ich meine, natürlich kannst du das. Du kannst doch. Was geht hier mit den Schatten ab, Alter? Ja, ja. Duke, zieh die Bremse. Mach schon. Wir fallen immer noch. Zieh sie nochmal. Schrei nicht so rum, Mädel. Kann ich die einfach schlagen? Nochmal! Zieh nochmal! Zieh sie nochmal! Zieh nochmal! Wie lange muss ich denn das hier noch machen? Nochmal! Zieh nochmal! Oh, wir sind nun angekommen und es ist keiner gestorben. Oh, Duke, du hast mir das Leben gerettet. Danke! Mit dir wäre ich zu jedem Absturz bereit.
Schade, ich kann hier nicht in die Fresse boxen. Yay, yeah, guck mal. Was soll das? Schrumpfdinger. Sind wir ein kleiner Baby-Duke? Und ihnen fehlt der Kopf, mein Herr. Hauptsache, ich kann den Typen durch die Gegend schieben, als kleiner Mini-Zwergen-Duke. Gut, dann wurden wir es mal einmal geschrumpft. Hey, bist du ein Spielzeug, das zum Leben erwacht ist? Boah, du bist echt cool. Ich bin kein Spielzeug, Kleiner. Ich bin eine Actionfigur. Ja. Duke ist eine Actionfigur, wenn es darum geht. Und kein Spielzeug. So winzig, aber macht nichts. Ich wüsste schon, wo ich ihn hinstecken würde. Stark, das bist ja echt du, Duke. Du passt genau in mein Modellauto. Willst du es benutzen? Es hat auch dein Logo drauf und alles. Hot. Finde ich interessant, dass das Auto von da drinnen gefahren werden kann. Alles klar, warum auch immer er dieses Auto bei sich rumstehen hat. Hui! Schade, ich hätte gedacht, ich kann sie retten. Hilfe! Nein, die klauen wieder Weiber, so wie letztes Mal. Wachmaten. Ja, ich hatte gehofft, ich kann ihm in die Beine fahren. Wo muss ich denn hier weiter? Ah ja, hier. Warum kommt da eigentlich Qualm, aua, Qualm raus, wenn es ein Modellbauauto ist? Gut, gibt es ja auch die benzinbetriebenen Modellautos. Eieiei. Okay. Nicht ganz das, was sich ein kleiner Duke wahrscheinlich denkt oder erhofft, aber naja. Okay, wo können wir denn alle den ganzen Kerle durch die Gegend? Okay, hier runter. Hier lang sneaken und nicht runterfahren, das könnte ungemütlich werden. Das irritiert mich gerade, dass diese Statue nach vorne umgefallen ist, dass wir mir gleich mal den Arsch bügeln würden. Naja. So kommt man da wenigstens raus. Okay, hier ist es ein bisschen dunkel. Holperdi, holperdi, holperdi. Teleportieren schon wieder die Ladies weg, Alter. Die würde der Duke noch alle durchknattern. Die dürft ihr nicht haben zum was auch immer ihr damit vorhabt. Den kannst du einfach nur gegen die Füße fahren. Viel ist da nicht mit platt machen. Gut, dass er nicht auf die Decke auf den kleinen Baby-Duke draufzutreten. Ihr habt ja auch hier alles randaliert, oder Jungs? Lady Killer ist wahrscheinlich LK. Wow, das Zwischeneinlage. Ja, sexy, sexy. Vorfahren, Leertaste. Gut, aber wir sind am Ende der Folge angekommen, lieber Starring. Dementsprechend sage ich für diese Folge vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.